Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei der Kategorie Thüringen, Version 3.1.1. Kurz zum Anfang, platzierbare Ställe und Fütterungsanlagen. Da hat mir jemand geschrieben und ein paar Fragen gehabt. Also, das ist ja jetzt ein Hof 3. Hof 3 hat ganz kurz gucken hier. Hat diesen Stall. Dieser Stall hat. Ja gut, hier ist anders aufgebaut, ne? Aber im Grunde ist es dieser Stall. Und zwar folgendes. Hier kann man es schlecht erkennen. Also die Fütterungsanlage funktioniert ja so, dass man die praktisch. Nicht aus der Stall von der Warte, von der Sichtweite. Die Fußanlage ist ja da oben. Da ist ein Misthaufen, das passt ja so auch nicht. Hier ist ein Misthaufen. Jedenfalls dieses Teil, je nachdem was man gerade hat, ob Mais Plus oder nicht, kann man sich aussuchen. Erfüllt beides die Funktion. Ne, und die wird dann entsprechend hier, man muss natürlich drehen, eingebaut. Also hier hat man am Boden Markierungen. Und zwar wenn man den Pfeil guckt, mal kurz weg. Man die Ansicht, hier ist auch die Markierung zu sehen, also hier vorne. Also wenn so eine Markierung vorhanden sind, also hier auf Boden, innen drinne, kann man nicht mehr sehen, aber hier kann man noch sehen. Ich habe ja hier nicht optimal angelegt, also von Platz her. Hier ist eine Markierung und draußen sind auch Markierungen. Und in dem Bereich, so wie hier zum Beispiel, da kann man das entsprechend, hier kann man es sehr gut erkennen, die Ecke. Man kann im Prinzip, also man sollte genau in der Ecke platzieren. Ich hätte noch ein bisschen mehr nach links müssen, so wie da vorne, dass die Wand parallel gelaufen wäre. Aber im Grunde, es funktioniert trotzdem. Das geht nur auf Hof 3. Allen anderen Höfen, da ist es nicht vorgesehen, unbedingt anzubauen. Dieser Hof, ich habe ja jetzt keinen platzierten Stall gebaut. Ich habe ja im Prinzip überall bis jetzt jedenfalls kein Gebäude selber errichtet. Sowohl auf Hof 1 wo keines dieser Gebäude vorgesehen ist. Hier sind zwar Markierungen, aber das ist für einen Trigger für einen Abladen der Tiere. Also hier kommen die Tiere rein. Ne? Also rein. Die Tür brauchen wir nicht aufmachen, deswegen, aber die werden noch nicht rauslaufen, deswegen. Also hier passt das gar nicht rein. Selbst ich sag mal jetzt, theoretisch, das ist ja hier für einmal ist hier für Dings hier. Ne? Also für Mais Plus und einmal ohne. Ne, und das würde hier auch nicht passen, ne? Das ist hier, es würde zwar hier hinpassen, theoretisch, aber das ist ja da nicht vorgesehen. Futter muss ja hier vorne hin, ne? Also hier geht es auch nicht, weil einfach nicht, ist nicht vorgesehen. Und bei den Schweinen, Hof 1 und Schweinestall, da würde es auch nicht gehen. Bei anderen platzierbaren Gebäuden, was man so von Castor so ja runterladen kann, übrigens auch Mod hab, ne? Da ist es drauf, da gibt es zum Standardstall, den er mal gemacht hat, so eine Funktion. Das passt hier auch nicht hin, weil hier ist einfach nichts vorgesehen, ne? Na, hier hat man nur die Trigger zwar wahrscheinlich für ja, Schweine abladen oder so und hier für Futter, das ist nicht vorgesehen. So ein Stall ist ja auch mit zwei Tagen gut versorgt, ne? Wer sich so ein Silo aufstellt, mit Futter rauskommt, kann sich dann entsprechend ja auch ganz leicht. Und hier ist auch kein Platz dafür, ne? Hier sind nur die Schweine zum Ab- und Abliefern, ne? Also zum. Das ist einfach schlichtweg nicht vorgesehen, ne? Und genauso das gleiche auf Hof 2. Da sind nur die Schafe. Und da gibt es sowas auch nicht, ne?
Die sind zwar ab und zu mal so eine Markierung da, aber sicherlich für Futter und Tiere anliefern und hier sicherlich für Tiere. Und dann müsste so ein Ding hier am Stall sein, ne? Also in einer Ecke, von der Ecke müsste so ein Ding sein. Und umgekehrt auf der Ecke auch, ne? Das ist hier bei den Schafen auch nicht der Fall. Hier auf der Karte gibt es ja alles schon, was platziert ist. Also fix und fertig. Ich sag mal so, wer hier Gebäude platzieren will, müsste sich erstmal ein Terrain einebnen, ne? Dass das entsprechend gut platzieren kann. Sonst hast du ja mächtige Unterschiede von der Höhe. Und hier Schweinestallhof Nummer 4, das ist das gleiche in grün. Da geht es auch nicht, da ist nichts vorgesehen. In der Mitte sind zwar Markierungen, wahrscheinlich für Schweine anliefern. Hier sind keine Markierungen zu sehen, nur für Wasser und für Frau und für Futter. Ansonsten ist hier nichts, was man machen könnte, ne? In seinen Anlagen, die das für drin wären, ne? Aber übrigens, im Forum von Castor, da gibt es ja die Karte und alle notwendigen Mods, die man braucht, um die Karte zu betreiben. Mais plus plus kann man sich annehmen, muss man aber nicht, ne? Das geht auch ohne. So, das war Hof 5 mit Schweinestall, Hof 4 mit den Kühen. Mal ganz kurz gucken, wo der Stall ist. Hier. Das ist ja im Grunde ein Stall, wie man im Prinzip platzieren kann. Nur ein bisschen angepasst, ne? An ja, im Grunde ist der Misthaufen woanders, oder? Ne, gerade nicht mal. So, hier gibt es Trigger für die Milch. Hier gibt es den Trigger, also den Bereich für Wasser. Und hier Tiere anliefern, ne? Und alles andere. Der Misthaufen ist anders, glaube ich. Ja, der ist anders. Der ist, und hier kann man die Gülle abholen. Hier Dings hier mit Schläuchen und so, das kann man auch machen, wenn man möchte, wenn das Fazit das unterstützt. Er hat ja einige Mods dazugesetzt, stellt dazu. Also was alles Schläuche übernehmen kann, kann man auch übernehmen. So, und hier ist auch nichts zu erkennen, um was anschließen könnte. Das wäre auch eine blanke Fläche, die eben wäre und zwei Ecken, wo im Prinzip, wenn was vorhanden wäre. Wenn man hier was anbauen könnte, wäre hier eine Ecke schwarz-gelb. Ist hier nicht der Fall. Also es geht hier nur um den Einstall beim Hof 3. Und wie gesagt, hier ist die eine Ecke und da hinten die andere. Da kann man richtig gut sehen, dass da richtig eine Ecke vorhanden ist. Das müsste dann überall zur Verfügung. Also hier die Fläche, die war schon vorhanden gewesen, ne? Ich habe das nur an denselben Punkt hingestellt. Ja, also hier den Trigger hier. So, kann man ja sehen, was einstellen kann. Mit Futter und so. Hier gibt es aber noch einen Bug, soweit ich weiß. Eine Fehlermeldung. Das ist aber jetzt ein Problem von Global Company. Da kannst du jetzt nichts machen. Und derjenige, der das mal gemacht hat, hat glaube ich aufgehört. Also von daher wird es auch nichts kommen. Aber trotzdem, der Stall ist immer gut versorgt mit Futter. Das klappt trotzdem. Ich habe nur jetzt letzter Zeit Probleme gehabt mit der Gesundheit der Tiere, dass die auf 40% runter waren, ne? Und das hat sich nun wieder gelegt auf 50% fast, 49. Das geht. Sie werden bald zum Schlachthof bringen, bald soweit. So, und hier ist Sauberkeit, muss ich mal ganz kurz tun, und dann hier Hof, da ist Sauberkeit immer automatisch sauber. Wasser müsste ich anstellen. Für Klee-Heu und Luzerne-Heu, Hollets, Heupellets, habe ich keinen, ansonsten müsste das auch da sein. Weiß aber gar nicht genau, wo es reingeht. Das ist ja Luzerne-Silage. Hier ist ja normalerweise vorne Silage. Und dann nimmt er aber Stroh an. So, mal gucken, Luzerne. Frag mich nicht warum, aber hier geht das alles rein. Ja, und hier bei der normalen Silage geht nichts rein. Also die Heu, die Luzerne-Silage und die
Kleesilage. Die geht da nicht rein. Und wir haben auch nur drinne Gras, Klee, Frischmais. Ja. Maissilage, Grassilage. Die geht in der Mitte rein. Und Luzerne-Silage und Kleesilage, ja, bei Stroh aktuell, ne? Gut. Oder nicht gut. Können wir nicht. Das kann ich noch nicht ändern. So. Macht aber nichts. Das läuft trotzdem. So. Bis zu diesem Thema. Klingt verrückt, aber ist leider so, ne? Oh. Mal ganz kurz aufräumen. Hier hat sich beim Speichern der Anhänger entladen. So. Zack. Müsste ich überlegen, ob ich den Traktor brauche für die Ernte. Aktuell ist noch nass. Ja, das wird ein Thema. Wenn du dann auch noch Fragen hast, ja. Weiter wüsste ich jetzt nicht. Man könnte sicherlich einen Stall setzen, aber wie gesagt, bei der Thüringen-Karte ist das so, dass überall es mehr oder weniger Unebenheit gibt. Ne? Wenn du jetzt einen Hof benimmst und du meinst, du möchtest gerne einen separaten Stall setzen, ja, eine Wiese oder ein Feld ein bisschen planieren, dann kann man da sicherlich was machen. Ne? Oder hier nimmst du eine Wiese nimmst oder so. Das ist ja alles möglich. Oder wie gesagt, hier im Hof habe ich Wald. Da würde ich mir das nächste Gebäude aufsetzen für Klee trocknen und für Heu. Das wird aber eher so ein Fall der, sein, wo ich sage, okay, das werde ich dann mal mal bei Gelegenheit bauen im Winter nachher, ne? Weil jetzt habe ich aktuell keine Zeit. Es geht die Ernte los. Aktuell, weil es trocken wird. Mal ganz schnell mal Stroh holen. Das kann ja auch nachher später Stroh. Kann ich auch später Stroh vom Feld holen und einlagern, ne? Festgefahren. Ja, das tut dem Tat so, ne? Und schönen Dank für deine Fragen. Ich hoffe, ich kann dir, hab dir geholfen. Ja, hoffe ich nur, ne? Also ist schwierig, ne? Also zu erklären. Territorial ist ja nicht so mein Fall. Weil ich eher der Meinung bin, ich kann nichts gut erklären. Ich könnte auch verkehrt liegen, meiner Meinung, aber wie gesagt, ich versuche das eigentlich im Spiel mitzumachen. Wenn was also extra an dem gleichen wäre auch zeitlich schwierig machbar. Ne? Ich möchte auch keinen was Falsches erklären. Ne? Aber wie gesagt, Hof 3, der Stall ist dafür vorgesehen. Alle anderen haben dafür keine Funktion. Sonst wäre der Platz dafür geschaffen worden. Ne? So, mein Stroh ist alle. Das könnte ich für einen globalen Markt kaufen. Ne? Habe ich jetzt aktiviert? Nö, das ist schlecht. Müsste ihn aktivieren, weil er so Weizen und der Gerste da reinbringen werde. Ne? Den Mistfahrer könnte ich aktivieren. Aber das Förderband ist. Ich schalte ihn mal aus. Ja, Strom muss trotzdem reingeben. Man kann aber auch Futter extra reingeben. Das ist auch kein Thema. Ne? Ich meine, laut Season hast du 2 Tage Zeit, immer was aufzufüllen. Ja, gut. Das schafft man schon mit einem großen Anhänger, ne? So. Sollte kein Problem sein. Tag, cool. So, Wassergame, ne? Also die war. Ja, lohnt sich jetzt auch nicht. Wenn ich jetzt kurz auch speichern werde, um den globalen Markt zu aktivieren oder kurz rausgehe. Ich werde nur kurz rausgehen. So. Traktoren, ne? Die verfällt im Rot 10. Muss ich sie alle wieder. Gut, der ist aus dem Weg, das geht. Einmal ganz kurz den Missfahrer fahren lassen.
Da muss ich auch passen. Fruchtzerstörung für meine Sonnenblumen wäre schlecht. Das ist ja der neue Dieselnährstoff für Thüringen. Das mache ich über den globalen Markt, verkaufe das da und kaufe das dann wieder in der Marsch ein. Und da habe ich eine Dieselproduktion. Die gibt es hier nicht, soweit ich weiß. Also wer hier einen Sprit braucht, dann muss er eigentlich an der Tankstelle kaufen. Und oder globalen Markt, ne? Zum Beispiel, ne? Da die beiden Funktionen gibt's. Produktion. Ich meine, die Produktion könnte man von der Marsch hier auch aufbauen, ne? Also das würde auch funktionieren, Treibstoff zu produzieren. Also daher sagt man so, das kann eine Weile laufen. Das mache ich jetzt nicht automatisch, weil das Förderband schaltet sich immer wieder aus. Ja, die Anhänger müssen jetzt alle Richtung Feld Nummer 10, ne? Wenn wir gleich einstellen. Oh, ist trocken. Gehen wir auf 1. Dann kann ich auch gleich mal. Ja, das werde ich so machen. Ich werde das mal näher nicht. Habe ich Förderballon. Hätte ich auch vormachen können, ne? Aber habe ich nicht. Ist halt leider so. Macht aber nichts. Ja, das war so. Und ja, das ist ja unser mein Gerstefeld. Und das soll nun komplett verkauft werden im globalen Markt. Deswegen muss ich ja ganz kurz die pausieren. Rutsch weg. So, X. Und dann nach der Ernte will ich jetzt das Ziel deaktivieren für Personalfarming. So, das ist die erste Dresche. Ich muss mal kurz reinfahren. Stroh brauchen wir schon. Kann man drücken, ne? Genau. Aus. Jetzt sind schon die dazu nehmen. Ich habe ja zwei Felder. Einmal Feld Moro 37, da ist auch noch was drauf. Weizen. Und hier ist Gerste. Auf Feld 10 ist auch nur ein Drescher. Das ist nicht so groß wie hier. Aber da soll ich auch noch starten. X. Öffnen gleich, ne? Da geht endlich die Ende los, ne? Ich habe ja mal Karte neu gestartet und habe nicht geschaut. Entschuldigung. Wegen den globalen, Quatsch, wegen der Jahreszeit. Wegen Einstellung. Da habe ich ja auch einen neuen Tag gehabt und das hatte ich komplett vergessen, das einzustellen, ne? Hätte hier eher auf 6 gehen wollen, ne? So, Stroh. Stroh brauche ich später für die Kühe, ne? So, zack. Stehen bereit. Gehen wir rüber auf Feld Nummer 37. Ist dann unser Klee auch wieder reif? Oh ja. Oh ja. Das habe ich so befürchtet. Ne, Klee nicht. Also Klee ist glaube ich nicht reif. Aber hier, doch. Klee und Luzern ist reif. Super. Aber gut, das ist nicht so tragisch. So, gerade ist reif geworden. Von daher, immer noch mal eins fertig. Genau. Also ich wollte auf 37 gehen. 37 ist auch alles da. Case. Ist das mein Maisfeld? Ja, genau. Das blüht mir auch noch, aber gut. Das, später, ne? Das Mais soll ja ins Silo und Silage gemacht werden, ne? Hätte ich anders ranfahren müssen, aber drehen.
Ups. X. Ja. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Ich habe es anfangs vergessen. Dann mal tschüss. Ciao, ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön für das Reinschauen. Tschüss.